Und herzlich willkommen zurück beim Spiel Fußball Manager 2013. Nach dem Spiel gegen Duisburg, nach dem Spiel mit der verrückten Anfangsphase. Jetzt gehen wir diese Folge in den Nachbericht. Das haben wir uns schon angeschaut, beziehungsweise ins Trainingslager. Schauen auch gleich mal rein, was wir letztes Mal gemacht haben. Und zwar in die Infrastruktur. Statistik, jawohl, und heute bisschen rumgekriegert, bisschen da was. Und wir haben einen satten Gewinn eingefahren. Gucken wir mal hier rein. Stadionhefte. Alle gekauft. Wir werden mal schauen. Werden wir hier mal auf 400 € hochgehen. In Wiesbaden ist auch nur wenig besucht. Schauen wir da mal rein. Auch weniger Zuschauer. Gehen wir auf 300, gehen wir auf 300. Werden wir dann mal schauen, ob wir hier den Gewinn nicht verdoppeln können. Oder zumindest anhöhen können. Da ist jetzt mal drin, der ist 8 Tage verletzt. Das wird sich geben. Was ich schon gemacht habe, ist eine Jugendmannschaft. Ihr seht's. Bisschen entschlackt. Trainingsziele wieder gegeben. Ja. Und so ein Späßchen halt. Gucken wir nochmal rein. Was Besonderes hier. Ja, hier auch. Das ist echt schwach. 18 Stärke. Hier 22, das ist schon mächtig. Braucht halt noch viel Spielzeit. Ja, die A-Jugend. Ja, 34, ist nicht besser. Aber gut, so kommen Talente rein. Was willst du rum? Freundschaftsspiel. Freundschaftsspiel. Ja. Könnt ihr meins machen, wir am Montag. Haben wir hier irgendjemanden, dem abschießen können? Viktoria, hier kommen, spielen wir gegen Auerbach. In Auerbach, da freuen die sich, kriegen vielleicht ein paar Hanseln rein. Hier will ich jetzt nicht unbedingt eins machen. Ja, gehen wir mal weiter. Was die nächsten Tage bringen. Das ist ein Freundschaftsspiel, 200 Leute. Naja. Es ist Auerbach. Es ist. Ja, was willst du sagen? Ich hoffe, was mit Mikro hier nicht umfällt. Carvalho wechselt von Madrid. Hier. Teamwork auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig, Teamwork. Ja, machen wir so. Machen wir so, das passt, glaube ich. Ein Hauptaugenmerk liegt hier wirklich auf dem Teamwork. Dass das besser ist. Fitness passt derzeit ganz gut. Das gefällt mir soweit. Grundstand gefällt mir auch soweit. Trainingslager beginnt. Das ist wunderherrlich. Jetzt gucken wir hier mal rein. Ihr Jugend spielt um 16 in 2 Tagen von mir aus. Taktik gut. Studieren Sie alle Mannschaftsstatistiken perfekt ein. Da werden wir dann mal gleich reingucken. Jens Möckel ist wieder fit. Kaufangebot für Kamen. Nee, das. Nee. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Hoffentlich hätten wir es jetzt nicht ganz so zugesetzt. Wo ist er? Hier. Nee, das ist mir relativ egal hier. Werden wir beim nächsten Spiel jetzt mal reinbringen. Werden wir allgemein mal ein bisschen hier durchwechseln. Bisschen schauen, dass auch die anderen Leute ein bisschen Spielpraxis kriegen. Nee, den lasse ich drinnen. Der Ritchie nehme ich mal rein. Jetzt ist ja mal eine Pause. Ups, hey. Strangel nehme ich mal rein. Tunjic. So, aber jetzt mal von Anfang an spielen im Freundschaftsspiel. Bin ich gar nicht so böse drum. Ja, das ist ein Freundschaftsspiel. Hier kann ich ein bisschen die Setzkräfte ein bisschen einsetzen.
Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Was ich dann auch noch bringen werde, das weiß ich dann ist, ich werde mal Nidfeld hochholen. Ich werde mal Nidfeld für ein Spiel hochholen. Mal schauen, die letzten paar Minuten reinschmeißen, wie er sich gibt. Gegen Auerbach, ob er sich da empfehlen kann. Ob er ein paar Kurzeinsätze bekommt bei uns in der Liga. Wenn es ein paar Verletzungen gibt. Aber das sehe ich ganz positiv. Was? Schnittwunde am Unterschenkel. Wie schafft denn der sowas? Wie schafft denn der sowas? Schnittwunde am Unterschenkel. Mit was schneidet denn bitte sein Brötchen auf? Mit dem Unterschenkel? Okay. Ja, Hedwig, wie laut. Den wollten wir ja eigentlich auch haben. Er wollte nicht zu uns. Verstehe ich nicht. Aber gut. Weiter geht's. Halt, jetzt hier, das nochmal. Aus wie lange? 13 Tage, ne? Dann eben nicht gegen Auerbach. Das, ne, hast du Pech. Da hast du halt Pech gehabt, wa? Auerbach besonders motiviert. Er ist wieder da. Kann Derici auch OM spielen? Mal rein, bisschen. Dann wird Derici, Leute, dann wird Derici halt mal hier spielen, richtig. Sepp. Paar Gespräche führen hier. 2-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 
Abstfälle lasse ich mal draußen. Ja klar, wichtiges Spiel von allen. Pressing will ich auch hier sehen. Anweisungsbedürfnis. Oh Gott sei Dank. So, Laufwege. Uns nach vorne, genau. Das gefällt mir. Vorschuss, doch, du kannst ab und zu ein bisschen vorlaufen. Das ist relativ schnell. So. Schauen wir mal. 3D-Spiel, wa? Nein. Andreas. Das sagt mir auch was. Ja, von mir aus, komm. Ist abgeschlossen, Stimmung, ja, passt. Ja, klar, die Frische ist zurückgegangen, aber dafür haben sie hier Fähigkeiten gut. Doch, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, sage ich. Jetzt natürlich gucken, dass wir ein gutes Spiel hier hinlegen. Nachrichtentrainingslager beendet. Das ist klasse, das ist toll. Trainingslauf. Komm, das brauche ich jetzt auch nicht groß schneiden hier. Los geht's. Textmodus. Genau. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Los geht's in Auerbach gegen Robert Erfurt. Konzentration jetzt. Aber es wird Auerbach trotzdem der achten Chance. Aber der Treffer wird nicht gegeben. Gott sei Dank. Das wäre es auch gewesen. Dass wir gegen Auerbach hinten liegen. Das muss nicht sein. Das ist jetzt schon wieder meine Rotz vorne. Ach verdammte Scheiße hier. Ach hier ist er. So, das wird jetzt wieder nicht. Was zum Geier ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ein 0 zu 0 gegen Auerbach. Also, ich bitte euch. Ich fahre wieder auf dich zurück hier. Jetzt halt ich ordentlich spielen und noch. Was soll ich ihn bestrafen? Es gibt andere Idioten hier. Die Offensive. Der ist nicht ganz so frisch. So. Nehmen wir hier raus. Schichert kann sich ja mal auf dem Mittelfeld versuchen. Ob das auch klappt. Mühlwald für den schwachen Terici. Ja. Dann haben wir das ganze Mittelfeld ausgewechselt. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Genau. Motivieren wir mal hier. Motivieren wir mal hier. Ja, Baumgarten können wir motivieren. Auch wenn ich jetzt rausgenommen bin, ist es mir egal. Kreuze können wir mal motivieren. Ja, immer viermal der Rest. Immer viermal. Immer viermal. Los geht's jetzt. Geht drauf, Jungs. Geht drauf, ich will hier einen Sieg sehen. Das wäre ja gelacht. Wir rocken die dritte Liga, aber gegen Auerbach schaffen wir es nicht, weil ich das bin. Es gab 100 Punkte unter uns, 2 Punkte. Ist halb Thüringen, ist halb Derby, ist halb Derby, also Thüringen Derby sogar. 120 Zuschauer, wow. Diese Massen. So, jetzt geht's los hier. Gleich den ersten Chance, auch wenn wir das zu schwach. Und dann hat ein Gold. Ausgeschlossene Partie. Jetzt wieder Chance für Erfurt, Brandstätter. Knapp. Schade. Aber Merkel dabei ist, ist die Vogelfahrer Fillinger jetzt. So, kann er nicht abfangen. Schade. Leute. Macht mich nicht unglücklich. Dann wohl los.
Perspektive auf Auerbach aus dem Flugflügel frech. Ja, ja. Aber es ist ein Testspiel. Gehe ich jetzt nicht ganz so ernst, aber es ist schade drin. Es wäre schade, gucken wir, der Liga Rock oder gerade uns hier. Kommen wir es nicht hin. Oder Angriff nochmal, kommt Jungs. Ah, das ist nicht mehr. Der Kommentar. Wenn Sie dieses Spiel atemberaubend finden, haben Sie was an den Fröntchen. Wow. Oh nein. Naja gut, Hauptsache gegen Wien Wiesbaden. Ich hole mal länger gar nicht rein, das will ich gar nicht sehen. Das Elend. Hauptsache gegen Wien Wiesbaden muss da wieder bessere spielen. Das muss es werden. Das wird's auch. Bin ich überzeugt von. Schau mal rein. Wen denn? Jetzt sind so meine Freunde. Shisha sucht Gespräch. Da wollen wir gleich mal reinschauen. Ich hoffe doch mal, dass das jetzt gefruchtet hat. Ich habe wieder gut Geld verloren. So. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Siedschlag. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Ja, Möwald auf der Position, nur das können wir dann anderweitig umspringen. Das. Nee. Nee, nee, ist nicht so meins. Warum ich jetzt nicht auf sehr schnell mache, sage ich euch, weil ganz schnell kommt die unten, man. Angebot rein, nicht so schnell kann ich nicht reagieren. Bevor ich da mich verklicke, oder jemand weggehen, den ich nicht weggehen lassen möchte, also werde ich unbedingt loswerden. Merkt es? Ist mir aber egal. Ist mir egal. Tim, du kannst da bleiben, wo du bist. Interessiert mich nicht. Ich geh aber massiv runter jetzt. Nein. Jetzt gehen sie ein Stück hoch. Ja, wie gesagt, sollen sie anderen suchen. Tut mir leid, Tim Siedschlag, aber bist jetzt kein Spieler, wo ich sage, brauche ich. Behaltet mal hier. Im Abstiegskampf kann er euch vielleicht noch hilfreich sein. Das war's. Transferperiode ist hier beendet. Dritte Liga. Ja, wir zwei Mannschaften hier. Und hier sind wir überhaupt hier irgendwo, ne, gell? Chemnitz, RB Leipzig. Chemnitz, Chemnitz, Duisburg. Ja, Erfurt, Platz 46, ach du großer Gott. Ach du großer Gott, großer Gott, großer Gott. Ah ja, Leipzig, Brausenverein aus Sachsen. Scheiß, ganz ehrlich. Was habt ihr hier? 410.000, 3.000, 5.000. Der Däne. Gar nicht mehr so klein. Ja, gut. Weiter geht's. Alexander Meyer ist Fußballer des Monats August in Deutschland. Von der Eintracht aus Frankfurt. Na komm, dann. Komm. Das Spiel gegen Wien Wiesbaden. Ja, das Spiel gegen Wien Wiesbaden ist erst in der nächsten Folge, Jungs. Was haben wir hier? Top-Transfers hier. Die Top-Transfers. Ich finde die Ablöse zahlen, wenn du keinen Spur. Hä? Oh Gott, nicht mein Geld. Stärke 65. Mhm. Dein Monat werden sie Manager. Woo! Manager des Monats, Manager des Monats. Juhu! So.
Wiesbaden! Von mir aus ist ja die Hymne vom SV Meppen geiler. Die ist richtig geil, Jungs. Wenn ihr mal nichts zu tun habt, geht bei Google mal ein. Hymne SV Meppen, die macht Laune. Die macht Laune. Natürlich jetzt nicht so sehr wie unsere rot-weiße Hymne, aber doch, die ist geil. Stärkstes Spiel dürfte Marco Engelhardt sein. Topspiel ist FC Rot-Weiß Erfurt gegen den SVW in Wiesbaden. Die restlichen Top-Partien Hansa Rostock gegen Regensburg und Darmstadt gegen Chemnitz, wobei Ronny Gabuszewski vom CFC der stärkste sein durfte. Gehen wir weiter in der Partie. Ah, jetzt scheint er nicht mehr so sind aus dem Arsch, kann das sein? Gehen wir es mal hier hin. Jetzt zu den neuen Tage. Hier natürlich was. Scheiße. Ich gehe noch kurz vor, ihr beiden Spieler, Tschichos und Markus, haben versucht, ihre Differenzen beizulegen. Das Gespräch hat aber nichts gebracht. Die Standpunkte bleiben unverändert. Das heißt, wir werden uns am Winter nochmal reinsetzen, ob wir es im Winter nochmal hinbekommen. Ich hoffe es, weil es schade drum. Ich muss betrinken, Kaffee kochen. Jetzt geschlossen, aktualisiert, höchste Formgewinn. Hinweis von Asi, das haben wir mitbekommen, das auch. Ich habe müde für ein Spiel. Als RM habe ich ihn ja gesehen, schon gesehen gehabt. Dort vorne. Na gut. Mal schauen. Da haben wir derzeit noch Engel. Jetzt geht's wieder Umstellung. Jetzt heißt es wieder Umstellung hier. Rambazamba. Jetzt können wir mal drüber bügeln. Gefällt mir immer noch nicht so. Okay. Wäre auch gar nicht so dumm. Aber ich habe jetzt gute Erfahrungen gemacht mit dem Spiel, wie ich jetzt gemacht habe. Never change a winning team. Was ich noch ändern werde, ist Nielsen rein für Tunjic. Das auf jeden Fall. Und dass es passt. Wir müssen natürlich noch ein bisschen am Formgewinn auch hier. Er für ihn rein und Kreuzer für Derici. Und dann passt das auch wieder. Mannschaftsaufstellung. Hier geht es auf 90%. Hier ganz hoch. Pressing will ich auf jeden Fall sehen. Bei den Jungs. Jetzt Tschichos hier auf Ziba oder auf Jenicke. Kleine Heinz. Kommt der? Kleine Heinzmann hier auf Inia. Und Lavito auf Königs. Und Nils passt ein bisschen auf Weißmeier auf. Dann passt das auch soweit. Ich wollte noch irgendwas machen. Ich werde als Sturmtag heute mal Brandschütter reinbringen. Dass er eingespielt wird, weil er ist unser gefährlichster Stürmer derzeit. Von daher passt das eigentlich. Gespräche. Was ist denn sein Ziel? Stammspieler und möchte sich verbessern. Ja, warum nicht? Du musst auch was tun dafür. Hier, Moral. Tun jetzt. Muss stärker werden. Hängt sich rein. So. Du hast gut trainiert, Villinger. Haben doch schon drei Gespräche mit ihm gemacht, aber es ist mir egal. Das ist die schwächste Moral hier. Dass es ein bisschen hochkommt. Kreuze, sage ich zu Team, was hast du als Ziel? Schwierig. Schwierig. Gib alles im Training. Noch verbessern kann, das hoffe ich.
Das hoffe ich, dass du es noch verbessern kannst. Ach, wie viel kann ich wirklich sagen? Doch. Oh, nichts Gescheites. Hier, Wolf. Da will ich auf jeden Fall andere Ziele sehen, das ist richtig. Gerne höhere Ziele sehen, ja. Ich werde darüber nachdenken. Dann nehme deinen Kopf dazu am besten. Das ist nämlich nicht nur was, wo du gut dann tragen kannst. Merkel gibt alles im Training jetzt da. Ich finde das einfach. Shishos, ja klar. Dass der ein bisschen enttäuscht ist nach dem Gespräch, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich schon was sagen hier? Das ist von Blödsinn. Laurito? Ja, Laurito, hier, komm. Gut trainiert. Kevin, der weggeschmissene Punkte hier. Und Kevin hat es auch gut gemacht. Jugendmannschaft. Ist doch schon wieder hier. Das ist ja schon wieder hier umgestellt. Das ist doch zum Mäusemelken. Das ist doch zum Mäusemelken. Ja, da kriegst du eben Müllwald. Komm. Dann bedanke ich mich bei euch beim Zuschauen im nächsten Spiel Wien Wiesbaden gegen Rot-Weiß Erfurt im heimischen Steigerwaldstadion. Bis dahin, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao!